Sind Sie bereit, Mr. Lockhart? Dann lassen Sie uns beginnen. Ist in uns. Sie brodelt in uns wie Gallensaft, der den bitteren Geschmack in unserem Mund hinterlässt. Sie ist in jedem von Ihnen, die um diesen Tisch sitzen. Nur wenn wir wissen, was uns krank macht, können wir auf Heilung hoffen. Wie bewerten Sie das? Er hat eindeutig den Verstand verloren. Das sehen wir ganz genauso. Wir möchten, dass Sie in die Schweiz fahren und Mr. Pembroke wieder zurückholen. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Abseits der Zwänge der modernen Welt. Sie planen, Mr. Pembroke mit nach New York zu nehmen? Ist das ein Problem? Er ist ein Patient, kein Gefangener. Sind Sie für die Kur hier? Nein, eigentlich wollte ich schon wieder weg sein. Keiner geht je von hier weg. Willkommen zurück, Mr. Lockhart. Gehirnerschütterung? Erschöpftes Immunsystem. Ich würde Ihnen gern eine Therapie empfehlen. Sehen Sie es als Reinigung des Geistes sowie des Körpers. Einige Patienten berichten von Visionen. Aber seien Sie versichert, das sind nur die Toxine, die Ihren Körper verlassen. Über diesem Ort liegt eine schreckliche Finsternis. Das war vor 200 Jahren. Das hier passiert jetzt. Du meintest, keiner geht wieder von hier weg. Was passiert mit denen? Ich habe die Leichen gesehen. Hören Sie sich mal zu. Sie sind kein gesunder Mann. Sie wollen mir einreden, ich wäre verrückt. Was passiert mit mir? Das gehört alles zum Heilungsprozess. Es gibt keine Heilung. Akzeptieren Sie die Diagnose? Und Sie werden sehen. Es ist wunderbar hier. Eine Krankheit ist in uns. Nur wenn wir wissen, was uns krank macht, können wir auf Heilung hoffen. Wie bewerten Sie das? Er hat eindeutig den Verstand verloren. Wir möchten, dass Sie in die Schweiz fahren und Mr. Pembroke wieder zurückholen. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Abseits der Zwänge der modernen Welt. Sie planen, Mr. Pembroke mit nach New York zu nehmen? Ist das ein Problem? Er ist ein Patient, kein Gefangener. Sind Sie für die Kur hier? Eigentlich wollte ich schon wieder weg sein. Keiner geht je von hier weg. Willkommen zurück, Mr. Lockhart. Ich würde Ihnen gern eine Therapie empfehlen. Über diesem Ort liegt eine schreckliche Finsternis. Du meintest, keiner geht wieder von hier weg. Was passiert mit denen?
Hören Sie sich mal zu. Sie sind kein gesunder Mann. Sie wollen mir einreden, ich wäre verrückt. Was passiert mit mir? Das gehört alles zum Heilungsprozess. Es gibt keine Heilung! Akzeptieren Sie die Diagnose und Sie werden sehen. Es ist wunderbar hier. Hey, was machen Sie hier? Ich weiß auch nicht genau. Was machen Sie hier? Sie haben ja nichts zu suchen. Ganz ruhig. Markus, ist gut. Mr. Lockhart, immer wenn ich mich umdrehe, sind Sie irgendwo, wo Sie nichts verloren haben. Ich habe mich verlaufen. Ich versuche nur, mein Zimmer wiederzufinden. Na, der Zutritt hier ist verboten. Überall hängen Schilder. Sie sind wohl kaum versehentlich hier runterspaziert. Wonach suchen Sie genau? Ich hatte ein Problem mit meinem Zahn. Ihrem Zahn? Jetzt ist es schon viel besser, wenn Sie mir einfach helfen könnten, mein Zimmer wiederzufinden. Unsinn. Wir dürfen keine Infektion riskieren. Sie müssen zulassen, dass wir Sie versorgen. Schließlich sind Sie ja deswegen hier. Sind Sie bereit, Mr. Lockhart? Die Kammer 2 und 3. Dann lassen Sie uns beginnen. Das Leben auf diesem Planeten entstand aus dem Wasser. Wir verbringen die ersten 9 Monate unserer Existenz schwimmend. Unser Körper ist größtenteils noch flüssig. In dieser sensorischen Deprivationskammer simulieren wir die Rückkehr in diesen embryonalen Zustand. Sehen Sie es als Reinigung des Geistes sowie des Körpers. Einige Patienten berichten von erhöhter Herzfrequenz, Visionen und frühkindlichen Erinnerungen. Aber seien Sie versichert, das sind die Toxine, die ausgeschieden werden. Geben Sie sich voll und ganz diesem Prozess hin. Dann werden Sie das Ergebnis sehen. Behalten Sie ihn gut im Auge. Natürlich. Was im Wasser? Auf dem Grund. Ich kann nichts sehen. Hat es wehgetan? Ich weiß nicht mehr. Das ist wohl auch besser. Ich habe dich gesehen. Schon vorher. Bist du hier Patientin? Ich meine, du bist jünger als die anderen. Direktor Vollmer sagt, ich bin ein Spezialfall. Und was ist mit Ihnen? Sind Sie zur Kur hier? Nein. Eigentlich wollte ich schon wieder weg sein. Keiner geht von hier wieder weg. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Akzeptieren Sie die Diagnose und Sie werden sehen. A Cure for Wellness, nur im Kino. Feeling well? Take the cure and take back your life. Side effects include sneezing, dry eyes, drowsiness, weight loss, nausea, skin eruptions, anxiety, severe hallucinations, unconsciousness, stroke, insanity, self-mutilation, murderous rage, and addiction to pain. This February, take the cure. Cure for Wellness is about this guy named Lockhart that
is an up-and-comer in a Wall Street financial firm that gets sent on a mission to recover his boss, who's gone to a health spa and not come back. So he takes the trip to get the guy, bring him back before the company goes under, and ends up getting stuck there, like everyone that goes to the wellness spa. And it's a place where no one ever leaves, and a lot of crazy stuff happens.